Der Chef des Robert-Koch-Instituts warnt, es dürfe keine früheren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben, so Lothar Wieler. Man sei auf einem guten Weg, aber den müsse man konsequent weiter bestreiten. Die 7-Tages-Inzidenz war am Donnerstag erstmals unter 100 gesunken. Dennoch, so Wieler, steckten sich immer noch zu viele Menschen an. Eine Sorge treibt das RKI besonders um. Was uns im Robert-Koch-Institut Sorge bereitet, das sind die neuen, noch ansteckenderen Varianten des Virus. Es werden immer mehr Fälle und auch Ausbrüche durch diese Varianten gemeldet. Wenn sich die noch ansteckenderen Varianten hierzulande weiter ausbreiten, dann werden sie zu noch mehr Fällen in kürzer Zeit führen. Und dann würde sich die Lage möglicherweise auch wieder verschlimmern. Tatsächlich läuft die Suche nach Virusmutationen, die sogenannte Sequenzierung, Medienberichten zufolge viel zu langsam in Deutschland. Laut Süddeutscher Zeitung ist bisher nicht einmal 1% der positiven Proben sequenziert worden. Dabei sollen es nach dem Willen von Gesundheitsminister Jens Spahn 5% sein. Derweil sagte Spahn, inzwischen hätten 2,2% der Deutschen ihre Erstimpfung erhalten. Bis Mitte Februar wollen die Länder und der Bund, das ist ja ein gemeinsamer Beschluss aus der Ministerpräsidentenkonferenz, allen Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewohnern ein Impfangebot gemacht haben. Stand heute haben 560.000 Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner dieses Angebot bekommen. Und das Ziel ist darüber hinaus im ersten Quartal voraussichtlich eben allen über 80-Jährigen auch ein Impfangebot machen zu können. Unterdessen haben sich die EU-Staaten auf verschärfte Einreiseempfehlungen geeinigt. So sollen Menschen, die aus Hochrisikogebieten kommen, sich schon vor der Abreise einem Corona-Test unterziehen und bei der Ankunft isolieren. Deutschland reicht das aber nicht aus. Hier könnte schon ab diesem Samstag eine Einreisesperre für Personen gelten, die aus Ländern kommen, wo es neue Corona-Varianten gibt. Und auch Österreich will die Regeln für Einreisende verschärfen. So sind etwa verpflichtende Tests für Pendler vorgesehen.